Ja, servus und hello again, es ist wieder der Marty. Wir zocken den Football Manager 23, unsere Burton Park Wanderers Story. Es ist die 11. Folge und heute müssen wir in der Liga gegen den Tabellenfünften Holmar Green antreten. Und wenn man sich die Ergebnisse der letzten Spiele ansieht, wir können mal auf den Terminplan schauen, sehen wir ja, dass wir jetzt 1, 2, 3, 4 Spiele in Folge verloren haben. Und wenn man jetzt den 5, 6, 7, 8, von den letzten 8 Spielen 6 Niederlagen. Also es ist eine Katastrophe. Es läuft nicht. Ich habe jetzt die Taktik ein bisschen verändert, habe neue Spieler verpflichtet, da wir ja hier keine finanziellen Einschränkungen haben. Ja, jetzt müssen wir das Beste irgendwie daraus machen. Wenn jetzt hier erstmal vorsimulieren bis zum Spiel. Bin echt gespannt, wie es läuft, denn ja, Spieler der Woche betrifft uns alles nichts. Sterling mit einer zurückhaltenden Pressekonferenz. Ja, Wilson Rainey ist da. Das letzte Spiel haben wir ja knapp verloren. Also wir waren wirklich, naja, wir haben nicht gut gespielt, aber wir hatten am Schluss nochmal Glück. Haben jetzt einen Torwarttrainer, das ist sehr schön. Hoffentlich bringt's was. Wahrscheinlich werden wir in der Tabelle jetzt noch weiter durchgereicht. Ja, was haben wir getan? Wir haben die Taktik eben, wie gesagt, geändert. Jetzt mal zur Spielerbesprechung. Rice King, ja gut, weiter. Ja. Nehmen wir mal an, den Vorschlag, ob das funktioniert, frage ich mich natürlich, ob wir hier einem Trainer einen A-Lizenzschein zahlen. Jack Lynch hat einen Vertrag unterschrieben. Ja, es ist die Frage, diese Neuzugänge, macht das jetzt Sinn, großartig diese Spiele zu holen? Trotzdem glaube ich, ja, nochmal einer, Danny Cogan. Glaube ich schon, dass uns das hilft. Und die Spieler kosten nichts. Ich kann es immer wieder erwähnen. Wir sind in der 10. englischen Liga. Das sind alles vertragslose Amateure gewesen, die wir verpflichtet haben. Ja, man ist sehr glücklich. Abgelehnt. Ja, okay. Laurie Wilson kommt nicht. Was ist mit Taylor los? Andy Taylor. Dann lassen Sie uns reden. Wir könnten aber reden und sofort klären. Ich meine, für meine angebliche Bedeutung für dieses Team stehe ich nicht oft genug in der Startelf. Er ist ein Spieler für die Breite, das klingt für ihn in Ordnung. Ja, okay. Endlich mal einer, der nicht beleidigt ist. Andy Taylor hat ja. Wo sind wir denn? Da sieht man, er hat bisher 211 Minuten gespielt in 6 Spielen. Kein Tor, keine Vorarbeit. Naja. Der macht Sinn. Macht totalen Sinn. Ja, wenn wir jetzt nicht einen Sieg holen oder einen Punkt holen, wobei das natürlich gegen den Tabellenfünften sehr schwierig ist. Wir spielen ja zu Hause gegen Holmar Green. Kurz schauen, Holmar Green 4 Siege gegen Moulton 2-1, die sind Zweiter, okay. Gegen Winslow United ein 3-2, die sind Vierter.
gegen Letchworth ein 2 zu 0, die sind 16. Und gegen Lutterworth, die sind 12. Unentschieden gab es gegen Kingsbury, die sind 9. Und gegen Buckingham, die sind 13. Und verloren haben sie nur ein einziges Mal und das war gegen Rushden und Hickham United, die sind der Tabellenführer. Also können schon mit gehörig Selbstvertrauen hier zu uns kommen. Aber wir haben das Pokalspiel, gut, wenn wir auch insgesamt eine schlechte Bewertung bekommen haben, aber wir haben es eigentlich nur ganz am Ende verloren, als in der Nachspielzeit das Tor geschossen wurde. Meine Kamera funktioniert übrigens immer noch nicht. Ah ja, so, diverse Änderungen vorgeschlagen. Ordentliche Zuschauerbeteiligung. 100 Tickets. Was? Wir gelten als Favorit. Jetzt habe ich gleich verklickt von lauter Schock. Burton Wanderers gilt als Favorit. 1,73. Okay. Was hat der Russell jetzt wieder für ein Problem? Max Russell. Zwei Einsätze. Nicht dominiert, nicht eingesetzt. Zwei kurze Einsätze. Naja, mei. Ist jetzt nicht so im Fokus. Okay, auch für ihn klingt Spieler in der Breite gut. Dies freut mich natürlich extrem. Und dann sind wir auch schon am Spieltag angekommen. Wir werden das Spiel wieder simulieren. Erwartungen, Sieg. Ja, sag mal, was erwarten die da eigentlich? Wir haben jetzt ungefähr alles verloren in den letzten Wochen. Und Homer Green ist 5. Das beunruhigt mich dann doch schon wieder sehr. Was? Starken Regen abgesagt. Ach nee, auch das noch. Das habe ich noch nie gehabt beim Football Manager. Okay, jetzt sind wir 17. Und da sagt der Terminplan jetzt: gegen Letchworth in 7 Tagen. Homer Green wird dann am 26. fortgesetzt. Ach, okay, ja gut, trotzdem. Wir sind schon wieder bei der Aufnahmezeit von knapp 10 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt trotzdem diese Folge beenden. Ich habe ein bisschen was über das Team erzählt. Und ja. Die nächste Folge kommt bald. Servus und bye bye.